Moin, ich verlasse gerade meine Heimat. Auf eine kleine Winter-Trekking-Tour. Ja, mein Ziel ist es, von Langerwehe nach Rötschen zu kommen und dann von da aus am nächsten Tag nach Aachen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen eingerostet. Aus dem Wald komme ich. In den Wald muss ich. Und dazwischen liegen Felder. Wunderbar. Das heißt, über Stacheldrähte und Stacheldrähte. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass das vor mir jetzt gleich der Hötchenwald ist. Also, ja. Und man merkt langsam, dass der Schnee tiefer wird. Jetzt muss ich mal wieder über den Stacheldraht kommen. Scheiße. Über zwei noch. Bis später. Also ich habe mein GPS zu Hause gelassen und orientiere mich eigentlich momentan an Ortschaften und dann an den Dingern hier halt. Ne? Aber ich glaube, deswegen mache ich einige extra Kilometer. Das war das erste Mal seit langem mal wieder, wo ich bin. Weil hier bin ich schon mal, war ich schon mal unterwegs. Moment. Es schneit. Jetzt merke ich langsam den Schnee an den Beinen. So, ich mache erstmal ein Päuschen. Porridge. So. Alles wieder sauber und aufgeräumt. Geht's weiter. Noch einiges vor mir. Ich habe noch einiges vor mir. Oh ja. Ui.
ohne es zu wissen, bin ich gerade auf eine alte Bunkeranlage gestoßen. Ich wollte doch sagen, das ist doch kein Baumstamm. Aber da hat sich auch schon jemand eingenistet. Da wohnt jemand. Aber wenn wir eins im Hürtchenwald haben, dann sind es Bunker. Und davon haben wir genug. Da drüben haben wir den nächsten Bunker. Da wird man freundlich begrüßt. Also, ohne Karte zu laufen ist schon, wenn ich sage, dass ich mich verirrt habe, aber ist nicht einfach. Aber ich bin so tief im Wald drin, man hört nichts. Nichts, gar nicht. Schön. Wird langsam nebelig. Das ist natürlich für meine Navigation, die ich mache, wenn das stärker wird. Richtig shit. Aber ich habe noch nicht mal einen Kompass dabei. Ja, das klappt schon. Ja, jetzt habe ich ungefähr noch eine Stunde bis eineinhalb Stunden Tageslicht. Ich bin aber noch lange nicht an meinem Ziel, was ich erreichen wollte und eigentlich auch erreichen müsste. Ja, ja. Wird schon werden. Hinten ist ein Parkplatz gewesen. Da habe ich ein Schild gehabt. Also eine Karte gehabt. Das ist definitiv jetzt hier den Wanderweg lang. Ja. Und dann werde ich mir auch schon langsam Schlafplatz suchen. Yeah.
habe eine neue Erfindung gerade gemacht. Also ich habe hier unten in der Wischbox das Blech, darunter eine Kerze mit der Spritzungsbrennerwarnbacht. Und jetzt machen wir den an. Ich muss jetzt ein bisschen Wasser abkochen. Da mache ich schon mit dem Trangia und gleich mache ich dann auch Feuer an. Mein Halstuch habe ich als Sieb benutzt, wo ich den Schnee eben geschmelzt habe. Waren zu viele Partikel drin. Dann habe ich morgen auch kein Halstuch. Wird schon. Ja. Ja, ich wollte meine Heizung noch zeigen. Also ich habe hier so eine Brennpaste geholt. Ja, machen wir mal an, rein. Ja, und darüber habe ich eine große Dose mit ein paar Löchern. Dann gucke ich gleich mal, ob da was Wärme bringt. Oh ja, wird schon warm. Schauen wir mal, ob das was bringt. So, ich gehe jetzt im Schlafsack. Ich denke zwar schon drin, haben aber noch nicht zu, weil die Kamera kommt am Fußende. Und ich mache mal hier Licht aus. So. Bis morgen.